somewhere in the near future. After a great war, the world lies in ashes. Major parts of it are contaminated. Groups of survivors are now fighting for the remaining habitat. Welcome back to the wasteland. One group sent out an agent to infiltrate enemy territory. His task is to steal secret information about a hostile scientific base. They are doing weather experiments here, which have the potential to change the balance of power for good. The security forces found out about the breach and are now trying to chase down the intruder. Who will prevail in the post-apocalyptic wasteland today? Let's find out. If you want to contribute to our videos and support the project, please consider pledging on Patreon. Wasteland Operations is back for a second season. In this episode of our outdoor game, Marco plays as the agent. He's challenging security forces Lucas and Till. If you're new to Wasteland Operations or just want to refresh your knowledge about the game and its rules, you might want to watch the pilot episode. A link to that video is now displayed at the top right corner of your screen. Before the round starts, Marco has to find out the mission and select his gadgets. It's mission 3, piracy. This means Marco has to bring a target to this hut. In here there's a device he can use to upload the intel from a target to his team. But there's only one way in and out. It could be a death trap for him. The hut is located here. Marco then needs to escape to his spawn to accomplish the mission. A match official is also part of the game. He makes sure the rules are being followed. Mission 3, Datendiebstahl immerhin. So, jetzt als nächstes den Stick auswürfeln, den ich nicht klauen muss. Die 6. Target 6 is located in the contaminated zone, which is highlighted on the map. You can only enter with a respiratory protection, or you lose the game instantly. Target 6 is in a hole in the ground. You have to climb down here to grab the black USB stick. Und jetzt noch mein Spawn. Das ist natürlich geil. 2, 1 bis 2 ist dieser Spawn. Ja. Okay. This is where Marco needs to start and end the game. An underground tunnel. Dann muss ich also von oben in die kontaminierte Zone den Stick dann dorthin übertragen und am Ende wieder abhauen. Sieht nach einer guten Runde aus. Also definitiv Atemmaske. Definitiv Atemmaske. Bottle caps are the currency of the wasteland. Both teams have 100 of them each to buy gadgets for this match. Ich glaube, die 6, weil die da unten liegt, da haben die nicht. Bei denen die meisten nicht. Genau, da haben die nicht mehr. Genau. Dann bleibe ich mir auch mal vor, so einen Dummy mitzunehmen und den auszutauschen heimlich. Marco hopes to disguise his theft of the target with this dummy. But if security takes a closer look, they will see that it's fake. Ich glaube, den sollte ich mir auf jeden Fall sichern. Damit habe ich auf jeden Fall schon einen Freischuss. With this single-use gadget, Marco can stun a close security guard for a few seconds. Maybe enough to make a successful escape. Ich nehme mir eine Blowout-Pille, just in case. This pill is also a single-use item players can use to survive a blowout. This is a random event triggered by the enemy research lab nearby, which might or might not happen during the game. Deadly particles will be released from the atmosphere for some minutes. Players are only safe if they hide out inside a building. But if they take the blowout pill, they can also move outside during that event. 40 mit der Pille. 60. 40 würde reichen für einen Blindgänger, die Fake-Bombe. Sonst könnte ich mir auch die Gadgets noch anschauen von den Jungs. Jams gehen auch. Camo-Outfit nur sehr ungern.
Marco goes with the fake bomb. When he plants it, security might think that the agent has the mission to destroy a target. And when they defuse the bomb, Marco can cause damage somewhere else. Die Idee ist, ich spawn hier oben, versuche mich irgendwie runter zu sneaken. Sobald ich hier bin, tausche ich das erstmal aus, lege hier dann die Bombe und dann heißt es für mich einfach Vollgas. Ich sprinte, also während die Leute hier hinrennen, um zu entschärfen. Die Zeit nutze ich dann hier, okay, das übertragen, sobald das fertig ist und die hoffentlich noch hier beschäftigt sind, renne ich zurück. Und wenn mir jemand über den Weg läuft, piu, ja. Gut, das Ding wird halt tough. Ja, mal gucken. Brauchst du einen Rucksack oder sowas? Ist hier sowas? Ein Rucksack? Ja, das ist der Rucksack, ja. So. Für mich geht's jetzt zum Spawn erstmal. Ich habe schon eine Strategie. Und ich denke, also, ich bin sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. What Marco doesn't know at this point, the USB flash drive he has to get is the one with the biggest file, which means uploading will take quite a while. And remember, that place is a death trap. Also wir haben kein Dunst, was er vorhat, aber wir brauchen definitiv eine Atemmaske. Security is also picking the gadgets. They go with a motion detector alarm and walkie-talkies. Security also takes a new gadget called Watch Post, and they place it here. It's a third player of the security team, but he isn't allowed to move. He's located in this building, sitting at a window. Unfortunately for Marco, he has direct line of sight to where the data transfer point is located he needs to access. But the guard goes on a break from time to time, so the Watch Post is not occupied at all times. Security also picks one blowout pill and a respirator mask. Both for Lucas, who will patrol in the contaminated zone. And thanks to the final gadget intelligence report, they also know the deactivation code of the bomb. All set. The time cap is 30 minutes. If the agent cannot accomplish the mission in that time frame, he lost the match. Security starts in the middle of the area. And now a new round of wasteland operations is ready to begin. Maske aufsetzen. Kontaminierter Bereich. Technisches Versagen. Lass mich verarschen. Alarm ist scharf. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine clevere Stelle ist. You're safe.
3 ist safe. Können wir uns mal kurz bei der 2 treffen? Klar, ich komme. Okay. In den Kellern fühle ich mich relativ sicher. Es war clever, dass ich den ersten Keller genutzt habe, um mit Menschen mal hier hinzukommen. Jetzt bin ich schon an der Grenze zur kontaminierten Zone. Ich höre immer wieder ihre Walkie-Talkies. Ich habe den Alarm schon gehört, der ist irgendwo da hinten. Ich hoffe, er ist nicht beim Datendiebstahl, weil wenn ja, dann war's das. Ja, alles klar, machst du so einen Feierabend. Ich werde, glaube ich, hier in dem Loch noch ein bisschen ausharren, bis das abpatrouilliert wurde. Und dann renn ich los. Eins ist safe, ich gehe mal zu 2. Sechs ist safe. Wiederholen bitte, was du das, Duki? Stationäre Wache ist wieder am Start. Wie bitte?
Spooky, bist du gerade in dem Haus bei... Zwischen 6 und 3. Nein, doch. Okay, also du machst da Geräusche, weil da kommen definitiv Geräusche, die sich nicht anhören wie normales Laufen, sondern eher wie schlecht. Jo, das bin ich. Ich bin auf dem Weg zu 3. Unfortunately for Marco, security is too far away from the fake bomb at the moment to hear it ticking. Instead, they started searching the basements. Wo ist der? Er versteckt sich echt gut. Okay, das heißt, die Hälfte der Zeit ist rum. Keine Ahnung, was der hier veranstaltet. Wollen wir mal anfangen, ein bisschen Gebäude zu durchkämmen, oder ist das zu riskant? Doch, können wir machen. Ich habe eine ganz geile Idee. Bisher läuft alles nach Plan. Es überträgt es doch noch ein bisschen. Das ist eine riesige Datei. Ich hoffe, die sind gerade alle abgelenkt. Ich höre auf jeden Fall die ganze Zeit die Walkie-Talkies. Okay. Hat gerade mal ein Viertel geschafft. Dauert noch ein bisschen. Hast du einen Plan? Was ich ganz geil fand, wenn wir ganz hoch gehen, ist das komplette Spielfeld hier drin im Blick. Und dann sehen wir, ob der hier irgendwo rumstolchert oder in dem anderen Haus ist und können noch mal gucken. Aber das sollte noch einer machen. Ja, weil der andere muss halt nicht rumstromern. Von mir aus kann ich rumstromern. Okay, ich gehe hier rein. Ja, okay. Pille nehmen, Pille nehmen, Pille, Pille, Pille. Nice, immun gegen Blowout. Mission erfolgreich. Jetzt heißt es rennen. Der Wachposten ist wieder da. Hab ihn Richtung 3 rennen sehen. Vom Datentransfer Richtung 3 rennen sehen. Okay. Luki, übernimmst du das bitte? Ich muss im Gebäude bleiben, aber ich guck nur mal an die Straße.
10 Minuten Zeit. Na, das nenne ich doch mal eine erfolgreiche Mission. One more victory for the agent and his group. With this secret intel, he brought his fraction one step closer to obtaining predominance in the wasteland. But war isn't over yet. This was another great game of wasteland operations. Too bad security was too far away from the fake bomb. It would have been a nice twist if they went for disarming it. However, do you have any ideas on how to improve our outdoor game? What gadgets should we add, and what would be another great mission? We are back with a new episode in some weeks. This time with another agent who's trying to outsmart security. Stay tuned for a new Wasteland operation. If you like Wasteland operations and our other content, please consider pledging on Patreon. With the financial help of our current 150 supporters, it was possible to create this game in the first place. It also helps us a lot to fund our other adventures and all the expensive camera equipment. Guys, thanks a million for the massive support. Stay safe and keep exploring.